sind bereit, wir beginnen mit dem Einmarsch des gastgebenden Nummer 10 Sparkasse Weißenfels. Wir heben ein bisschen die Stimmung. Der Herrenbeginn des Treffen in der Westhalle Weißenfels, der UAC Sparkasse Weißenfels, auf die Unihockey Eagles aus Dresden. Mein Name ist Konstantin Kahnmann, heute mit mir. Ja, hallo, Lukas Müller, jahrelang bei den Eagles gespielt und heute als kleiner Eagles-Experte hier neben Konsti. Wird schön. Genau, wird ein interessantes Spiel, diesmal dann auch mit deiner Expertise dazu. Ich denke, das wird heute sehr, sehr spannend. Vor allem auch wegen gestern, das ist Dresdens zweites Spiel dieses Wochenende. Gestern gegen MFBC konnte man auswärts sehr gut gegenhalten. Am Ende leider nicht ganz gereicht, 9-7 da verloren. Aber ich denke, heute mit mehr Ehrgeiz hier
im Spiel starten. Direkt erster Bulli für Dresden. So, du meintest gerade schon, die Starting Six interessant auf Dresdner Seite. Erklär mal, wieso. Ja, Niklas Kunert, die 4, heute in der Defense. Normalerweise ein recht solider Center, aber aufgrund des aktuellen Defense-Mangels heute hinten, genauso wie Marcel Schulze vorne im Sturm. Auch sonst eher ein Rotationsspieler, aber der heute einfach aufgrund des Doppelwochenendes vorne aushilft und frische Akzente setzt. Ja, ich denke, das hängt auch alles mit zusammen. Wir haben vor dem Spiel drüber geredet. Dresdens zweites Spiel und für Weißenfels das erste. Muss man natürlich aufpassen, dass man mit den Konditionen hinterherkommt. Weißenfels kann komplett frisch ins Spiel starten und Dresden heute das zweite Mal dran. Ja, aber wenigstens volle Besetzung auf der Bank. Also beide Teams mit 20 aktiven Spielern. Das heißt, da wird, denke ich, einiges noch zu machen sein an der Geschwindigkeit. Definitiv. Böttcher. Auch interessante erste Line. Henschler von Anfang an auch so nicht häufig gesehen. Ich meine, bei Weißenfels auch den ein oder anderen Ausfall. Ich finde, der offensichtlichste, der Head Coach Marco Hollandquist, heute nicht mit auf der Bank wegen Krankheit. Da muss heute Sebastian Bernig das Team bei Stimmung halten. Ja, wir haben den ersten Abschluss. Also wir haben gerade den ersten Abschluss der Eagles gesehen. Ich denke, das ist heute auch das Mittel. Tief stehen und die Konter fahren und schnell ausführen. Das ist eh die Qualität der Eagles. Und gerade heute gegen Weißenfels ist das, denke ich, der effektivste Weg, frühe Akzente zu setzen und die Abschlüsse zu generieren. Ja, wir hatten jetzt auch den ein oder auch schon zwei gefährliche Abschlüsse, wo Dresden einfach durch den einen langen Pass gut vor das Tor kommt und dann auch die gefährlichen Chancen kreiert. Ich denke, das werden wir heute häufiger sehen. Ja, gerade aufgrund auch des Torhüters der Dresdner mit Roberts Blumbergs haben sie einen Goalie, der fast jeden Ball probiert, lang zu werfen. Und die Qualität auf der Stürmerposition ist da, um auch da den langen Ball zu verwerten. Er hat ja des Öfteren auch schon... Oh. Sehr, sehr schön hier von Babris vorher. Bisschen umkoordiniert. Ja, bisschen wilde Szene, aber am Ende spricht es für Weißenfels, da weiterzuspielen und das Tor zu machen. Foul dann ein bisschen Patrick Roskocek. Geht auch jetzt erstmal in die Kabine, so wie ich es gesehen habe. Mal schauen, ob er weiterspielen kann. War was im Gesicht, ich hoffe nicht allzu schlimm. Aber Szene wurde laufen gelassen und Babris verwandelt ihn echt, echt stark. Somit 1-0 nach nicht mal 3 Minuten. Kennen wir von Weißenfels aus den letzten Spielen, aber wir wissen auch, dass das sehr nach hinten losgehen kann. 2:39 gespielt. Hier ist der Führungstreffer für den UHC Weißenfels. Der Torschütze ohne Vorlage, die Nummer 52, Christus Babris. Postun alleine hinten im Aufbau. Versucht es jetzt über Herz. Lässt sich im Vergleich zu den letzten Spielen
auch viel Zeit im Aufbau. Man hat wahrscheinlich gemerkt, dass man eher die wenigeren Abschlüsse nimmt und dafür aber die besseren. Oh. Denn die letzten Male hatte man zwar viele Abschlüsse, aber wenig erfolgreich. Ja, frühes Pressing jetzt von Weißenfels und sofort wieder der Ballgewinn durch Jonas Hentschler. Macht er da wirklich nicht schlecht. Gefährlicher Fehler von Dresden, aber wurde nochmal ausgeglichen im Weißenfels im Aufbau. Jetzt eine der wenigen Reihen von Weißenfels, die, glaube ich, komplett geblieben ist. Mit dem Sturm von Thomas und Keisch und Ondruschka auf dem Center. Im Spiel gegen Schriesheim eine sehr torgefährliche Linie gewesen. Mal sehen, ob das heute genauso bleibt. Ondruschka versucht am Tor vorbei, Weißenfels bleibt weiterhin im Ballbesitz. Jetzt Dresden hat die Chance. Rebal hat sich da gut durchgekommen, aber am Ende war es dann doch ein Weißenfelser zu viel und die Anspielstation war nicht gegeben. Dresden jetzt sehr kompakt in der Defensive, also maximal 50% der vorderste Spieler. Da ist natürlich viel Platz für Weißenfels, aber noch kommt nicht der gefährliche Pass in die Mitte. Das wird recht gut rausgenommen von Dresden aktuell. Ja, ich denke, man merkt, dass man mit dem Druck von Weißenfels auch nicht so offensiv steht. Und wie du sagst, sie stehen auf jeden Fall, wo sie stehen, also zu ist da. Ja, das war ja auch das große Problem im Hinspiel, wo man ja nach dem ersten Drittel 5-6-0 hinten lag, weil da frühes Pressing gespielt wurde und Weißenfels halt mit 2-3 Pässen super vorbeikam und halt die Qualität im Abschluss hat, um die Tore zu machen. Ich finde, da hat man jetzt schon gesehen, dass man es hier deutlich besser angeht, vom Taktischen her. Das auf jeden Fall. Also ich denke, das war auch erstmal ein Statement, was Weißenfels damals in Dresden gesetzt hat und das wollen die Dresdner wahrscheinlich, so gut es geht, zu verhindern, dass das nochmal erneut passiert. Also sie kriegen den Ball nicht raus. Weißenfels immer wieder entscheidend dran. Jetzt schönes Passspiel, reicht am Ende. Aber auch nicht für einen Angriff. Er hat versucht, aber weit drüber. Schöne Balleroberung hier von Mittmann. Und kriegt er auch den Freischlag an der eigenen Bande. Bulic. Hier den Langpass, der sogar durchkommt, aber leider in die Hände von Reichert. Hentschler jetzt der Pass in die Mitte, reicht aber auch nicht für den Abschluss. Peterson hinten mit Held wieder raus. Der gefährlich im Slot der Dresdner, aber für den Abschluss reicht es bei Hentschler auch nicht. Kulic. Wissen. Oh.
Thomas hier über Blanke. Werbefreit raus, erstmal auf Berbig. Andruschka mit dem Fehler, Dresden. Gleicht hier seinen eigenen Fehler aus, Andruschka. Mit eigenem Zug reicht auch nicht. Versucht hier einen Trick. Der Dresden den Ballbesitz führt. Sehr, sehr harter Zweikampf in der Ecke der Weißenfelser. Und zu Recht endet er im Freischlag für Dresden. Das ist die Topscorer-Reihe auf dem Feld mit den beiden Tschechen. Jetzt könnte was passieren. Auf jeden Fall die vielversprechendste Reihe, um aus einer Ecke das Tor zu machen. Gut. Entscheiden sich doch eher hinten raus, aber... Aber wenigstens im Ballbesitz geblieben. Genau. Der typische lange Pass von Dresden für den Direktabschluss hat zwar nicht ganz so gut funktioniert. Und hier Freischlag. Weißenfeld schnell ausgeführt. Mikkonen trifft den Ball nicht. Dennoch Weißenfeld zum Ballbesitz. Aber clever, schnell umgeschalten, da sofort den Freischlag auszuführen. In einer gefährlichen Position, Dresden war nicht gut sortiert, sonst kommt da auch nicht der Pass auf den freien Mann draußen. Ja. Ich meine, hätte Mikkonen den noch getroffen, wäre es auf jeden Fall gefährlich geendet. Auf jeden Fall. Böttcher lang auf Henschler, abgefangen von Dresden, Henschler ist aber noch dran. Und jetzt aber Mittmann mit Zug zum Tor der Weißenfelser. Dreht ab. Und sicher über Hulic. Der versucht es lang, findet Hoth. Und wieder raus in die Verteidigung. Mit der Balleroberung gegen Hoth. Dresden gibt weiterhin Druck. Jetzt wird abgedreht und Weißenfels kann auslösen. Wird hier gut durchgelassen. Jetzt Dresden mit gut Platz und das erste Tor für Dresden. 12. Spielminute. Torschütze Leon Neugebauer trifft, einer der wenigen Verbliebenen aus dem Team, welches vor 2 Jahren noch Kleinfeld-Deutscher Meister geworden ist. Einer von 2 Spielern im Team, hat sich gut etabliert, bekommt dieses Jahr deutlich mehr Spielzeit als noch letztes Jahr und zeigt ja auch, warum er die zurecht bekommt. Absolut. Also kann sich schön durchsetzen, hat dann Platz und trifft perfekt ins lange Eck von Reichert. Sehr schönes Tor. Und wenn du sagst, wenn er dann letzte Saison selten Spielzeit bekommen hat, dann sowas bestätigt dann für den Trainer, dass er definitiv auf dieses Feld gehört. Das ist der Ausgleichstreffer für die Gäste, die Eagles Dresden. Der Torschütze mit der Nummer 19, Leopold Neugebauer. Die Vorlage kam vom Spieler mit der Nummer 6, Jan Weidkämper. Wieder Abschluss, diesmal aber geblockt von Weißenfels. Da waren sich scheinbar alle einig, aber der Schiedsrichter nicht. Und so geht es weiter mit dem Einschlag für Weißenfels. Sehr zum Aufregen der Dresdner, aber gut. Das ist eine kleine Entscheidung früh im Spiel. Passiert. Ist noch akzeptabel. Ja.
Fabrice mit einem gefährlichen Pass, der ausgeglichen werden kann von Böttcher. Und über Stenfors jetzt mit Zug. Lang auf Fabrice, zu ungenau der Pass. Nikonen versucht es über Pol. Der sucht Böttcher, findet hier aber nur den Dresdner auf der Außen. Und Schulze befreit sich ja und lässt Dresden hier aufbauen. Langer Ball wieder. Gut. Abschluss am Tor vorbei. Aber im Gegensatz zu Dresden ist bei Weißenfels dann doch hinten die Mitte. Die Pässe kommen alle an. Natürlich steht danach der Block da, aber der Abschluss kann jedes Mal genommen werden. Da muss Weißenfels aufpassen, dass das hier nicht zu häufig passiert. Ja, wir haben ja gerade gesehen, was passieren kann, wenn der Schuss dann dort auch erfolgt. Wird es eigentlich jedes Mal gefährlich. Das könnte ein Weg heute sein, des Öfteren den Weg ins Weißenfelser Tor zu finden. Kostruhn setzt sich hier gut gegen drei Dresdner durch. Aber am Ende scheitert Herlt und Dresden mit viel Druck in der Seite der Weißenfelser. Hier jetzt gefährlicher Pass von Böttcher, aber Dresden dreht auch ab und wechselt zu Ende. Werbig. Über Blanke. Legt ab auf Cage. Ondruschka. Das Tor der Dresdner. Werbig. Aus dem schwierigen Zweikampf. Ondruschka hilft. Cage mit dem Fehlpass. Sehr, sehr starker Abschluss. Der sogar zum Torerfolg reicht. 2:1 in der 15. Spielminute des ersten Drittels für die Eagles Dresden. Nachschluss kam Tim Trebal, trifft ja zum 2:1 auf Vorlage Robert Rüdrich, der sich gut außen durchsetzt, irgendwie den Pass in die Mitte findet, wo Trebal nur drauf wartet zu scoren. Ja, guter Spielzug. Ja, der erste Schuss auch definitiv sehr gefährlich, also Reichert hat ihn dann auch mit dem Helm abprallen können, aber den Nachsetzer hat er da nicht. Somit Dresden in Führung. 15. Spielminute, im ersten Spielabschnitt. Der Führungstreffer zog 2:1 für die Dresden. Ja, muss jetzt antworten. Ja, generell Weißwels muss Möglichkeiten finden, gegen das sehr tief stehende Dresden trotzdem genug Chancen zu kreieren, um Tore erzielen zu können, weil aktuell wird aus viel Ballbesitz recht wenig aufs Tor von Blumenbergs gebracht. Du sagst es. Also Weißenfels spielt da gut ums Tor herum, aber es ist dann doch immer noch eine Dresdner Kelle, ein Dresdner mehr mit am Ball, der es schwierig macht, hier irgendwie einen Schuss aufs Tor zu bringen. Jetzt erneut Dresden. Gefährlich hier wieder von Rotzkovic. Aber Stenfors hilft und kann hier nochmal das 3:1 verhindern. Peterson. Oh, der Ball ist kaputt. Der ist hinüber. Peterson tritt hier auf seinen eigenen Ball.
Peterson raus auf Böttcher. Kostrun versucht hier irgendwie den Zug zum Tor zu finden, wird aber von zwei Dresdnern aufgehalten. Dennoch Weißenfels im Ballbesitz. Wieder Kostrun, diesmal quer auf Böttcher, gefährlicher Pass, der direkt mit zwei Dresdnern im Rücken gestoppt wird. Kommt er noch glücklich raus mit dem Freischlag für Weißenfels. Also was Besseres hätte ihm aus der Situation nicht passieren können. Wenn sich da die Dresdner etwas cleverer anstellen, ist es eine gute Überzahlsituation für den Konter. Und dann... Ja. Jetzt schwieriger Pass von Neugebauer, aber kann ausgeglichen werden. Andruschka. Gefährlicher Pass durch Zott auf Blanke, werbe ich selber. Aber Blombergs ist da. Hauptproblem bei dem Abschluss ist der, also wir konnten es sehr gut sehen aus unserer Perspektive. Er hat eigentlich den freien Weg zum Tor und schießt den Torwart an. Also er hatte viel Platz, viel freie Fläche im Tor, kann aber den Ball nicht entscheidend Richtung Tor bringen. Jetzt erneute Chance für Berbig, wieder Blombergs. Der da ist. Hier noch mit dem Tor anscheinend ein paar Probleme hat, aber alles gut. Jetzt vielleicht eine sehr gute Möglichkeit, mal was aus einer Standardsituation zu kreieren. Tief in der Dresdner Hälfte. Wir haben eben schon einen Versuch gesehen von der Dresdner Bank. Hat aber auch nicht funktioniert. Wie gerade eben Böttcher oben mit dem Ball versucht in den Block. Nikonen selber gut pariert, wieder vom Blombergs. Ja, ist schwierig. Da sind viele S-Laute, wo sie nicht sein sollen oder wo man sie nicht erwartet. Ja. Das kann schon mal zu Aussprachefehlern führen. Kann aber, denke ich, jeder nachvollziehen bei diesem Namen. Problem, dass er ein wirklich krasser Torhüter ist. Dresden oftmals schon hier das ein oder andere Tor gerettet hat. Und wir ihn wahrscheinlich auch noch öfter erwähnen werden heute. Auf jeden Fall. Pacho schießt hier nur in den Block. Weißenfels wieder am Ball. Herl versucht, trifft hier wieder nur den ersten Block von Dresden. Peterson nochmal. Gefährliche Chance. Henschler stand völlig frei auf der anderen Seite, wenn er ihn da rechts rausbekommt. Das Tor fast schon sicher. Ja, entscheidet sich dann für Böttcher, aber dann mit einem noch ungenaueren Pass dazu kann da nichts draus werden. Ja. König mit Peterson im Zweikampf in der eigenen Ecke. 30 Sekunden noch zu spielen für Dresden. Muss das Ziel sein, jetzt diese Führung in die dritte Pause zu retten, jetzt nicht noch unnötig das Gegentor zu fangen und mit einem guten Gefühl aus diesem ersten Drittel zu gehen. Weißenfels wahrscheinlich jetzt hier vielleicht sogar noch mit der letzten Chance irgendwie da voranzukommen. Cage versucht hier den Pass in die Mitte zu finden. Wird er abgefangen. Versucht es mit der Rückhand auch nicht. Weißenfels gibt weiter sehr aggressiven Druck.
Und somit der Pausenpfiff. 2:1 führen die Eagles Dresden hier auswärts in Weißenfels. Und wir werden in 10 Minuten sehen, wie es weitergeht. Da müssen wir so ein bisschen weg vom Mikrofon, hat er gesagt. Rewind. So, das war der Anpfiff zum zweiten Drittel im Spiel Dresden gegen Weißenfels. Aktuell steht es 2:1 für die Uniok Eagles Dresden. Und wir werden sehen, ob Dresden die Führung hier weiter so halten kann. Ja, direkt der erste Abschluss. Wird da schnell gesucht, 11 Sekunden gespielt und schon der erste Block der Eagles. Ich denke, auf Weißenfelser Seite wird man jetzt nochmal betont haben, die Abschlüsse zu generieren und dann auch präzise zu nehmen, weil wir haben es vorher angesprochen, Dresden steht super kompakt und es ist schwer für Weißenfels irgendwie am Block vorbeizukommen. Ich denke, Dresden wird auch nicht viel daran ändern, also warum auch, es funktioniert ja wie auch jetzt wieder, Querpass gut unterbunden und jetzt der Konter. Also Dresden macht sich das hier zu ihrem Spiel, es funktioniert wirklich immer und immer wieder. Fabrice befreit hier relativ gut und lässt Weißenfels im Aufbau. Er ist gefährlich auf Böttcher. Der raus auf Herd und wieder in den ersten Block der Dresdner. Peterson, jetzt wird in der Mitte wieder gestört. Da sind die Dresdner direkt da. Clever gespielt von Hulic, reicht hier noch nicht ganz für die Balleroberung. Perlt immer noch am Ball. Befreit hinter das Tor auf Kostruhn. Böttcher. Harter Zweikampf endet mit dem Ballgewinn für Dresden. Gefährliche Chance und Reichert rettet hier nochmal. Ganz gefährlich die Dresdner wieder vom Tor der Weißenfelser. Aber gut nachgesetzt, sofort wieder im Ballbesitz. Das Momentum nutzen, ja, der Pfiff geht, denke ich, in Ordnung. Keine Absicht da, aber ja, rennt ihn um. Ja, fällt da ungünstig. Geht weiter mit dem Freischlag. Flanke über Ondruschka. Ondruschka, gefährlicher Abschluss, aber Blumberg sitzt da gut. Cage. Ondruschka. Schönes Spiel hier, endet mit dem Abschluss von Berbich, der aber weit am Tor vorbei. Ja, aber auch hier sieht man, es hat als einmal gepasst, geklappt, den Ball über die Mitte zu spielen und schon wurde es gefährlich. Also das muss Dresden auf jeden Fall wieder unterbinden, sonst wird die Führung nicht mehr lange halten. Das wird auch, diese kompakte Mitte ist das, was Dresden am Leben hält. Beziehungsweise gerade die Führung zu verdanken ist. Abriss. Böttcher setzt sich hinterm Tor alleine durch, kommt aber nicht raus. Kriegt jetzt hier doch noch den Freischlag. Aber in der falschen Ecke.
glaube, er ging im Vorteil voraus. Deswegen war kurz Verwirrung, aber ist okay, dann abzupfeifen, wenn der Vorteil eh läuft. Wieder Abschluss und Blumbergs wieder da. Sofort der lange Ball. Konterauswurf. Schön viel Platz gehabt. Jakob Pecher wird dann aber weggefangen von Pascal Reichert. Gefährlich, Weisenfels. Wieder in der Mitte. Babris dreht sich gut raus. Jetzt hier jetzt aber gefoult, was sogar in der 2-Minuten-Strafe endet. Gegen Patrick Voskovic. Ja, Pfiff ist sehr hart, weil klar dreht sich Babris ja gut, aber der Dresdner kann da nicht viel machen, bleibt stehen und bringt ihn zu Fall. Freischlag okay, Strafe etwas hart. Aber gut, so ist es. Ja, ich denke auch. Natürlich, Foul war da, wie es geahndet wird, wird den Schiedsrichtern überlassen. Aber somit sehen wir das erste Mal Weißenfels in der Überzahl. Gegen Schriesheim konnten sie jede Überzahl nutzen und das auch sehr schnell. Wir werden sehen, ob es heute genauso ist. Am Powerplay hat sich auch wenig verändert. Das lettische Weltmeister-Duo mit Ondruska, Mikunin im Highslot und Stenfors auf den Außen. Kaich trifft hier den Block. Fabrice selber in den Block von Ulic. Sehr, sehr schöner Pass von Stenfors auf Cage. Der sucht hier den Abschluss. Wurde noch pariert vom Blumbergs. Aber Mikunin findet da doch noch irgendwie den Ball im Slot, um ihn reinzumachen. Somit Weißenfels erneut erfolgreich im Powerplay. Trifft zum Ausgleich 2:2 in der 6. Spielminute des 2. Drittels. Weißenfels gleicht aus. War schön gemacht, vorher die Pässe auch quer. Im Slot war es dann gefährlich, auch mit Schutzraum. Aber Mikunin trifft da. Ja, er schaltet einfach am schnellsten. Also von unserer Position auch sehr gut zu sehen, dass der Ball da minimal durchrutscht beim Torhüter. Und er war halt zur Stelle, um das sofort zu nutzen. Wirklich gut aufgepasst. Witscher will hier ablegen in die Mitte, aber da ist wieder zu. Weißenfels bleibt am Ball. Streball setzt sich gut durch. Reicht am Ende aber nicht ganz. Hier mit einem Fehlpass endet im Konter für Dresden, aber nochmal gerettet von Reichert. Trebal kriegt da keine richtige Kontrolle hinter dem Ball, kann nur noch in Richtung Tor den Ball irgendwie ablenken, aber kein Problem für Reichert. Dreht sich alleine nochmal auf Thomas und wieder in den Block von Dresden, die jetzt auch im Konter. Ja, beschweren sich da, wollen die Strafe haben für den Stockschlag, der klar von hinten kommt, aber gut wegmoderiert von den Schiedsrichtern.
Spiel wird laufen gelassen und Lanke. Kurz. Unterbrechung von den Schiedsrichtern. Blanke ist hier gar nicht einig mit der Entscheidung der Schiedsrichter. Aber irgendwas scheint zu sein. Da liegt ein Spieler. Marian Thomas liegt, glaube ich. Ja, liegt da im Kabinengang. Aber gut gesehen vom Ref, da auch zu unterbrechen und die Sunnis entsprechend ranzuholen, dass da auch wirklich nichts Schlimmeres passiert. Wirklich Respekt. Also wir selber haben es jetzt auch erst jetzt gesehen. Ja, wahrscheinlich irgendwie nach dem Stockschlag vielleicht ein kleiner Push. Und wenn dann da halt über die Bande geht, ist man schnell im Kabinengang. Ja. Ist auch überall nicht viel Platz. Hoffentlich. Da macht sich Robin Thomas auch schon nebenan im Gang warm. Ich denke, hier wird Marian Thomas wahrscheinlich erstmal nicht weiterspielen können. Ja. Und du sagst es auch, ist natürlich auch sehr gefährlich in der Halle. Du bist nach der Bande, hast du nicht mal einen Meter Platz zur Wand oder zur Bank. Hier kann es schnell gefährlich ausgehen. Hat er ja wahrscheinlich noch Glück, dass er genau dort zu Fall kommt, wo er zumindest noch ein bisschen mehr Platz hat in den Kabinengang hinein. Ja, hoffen wir auf jeden Fall das Beste. Aber scheint jetzt zumindest auf dem Feld weiterzugehen. Ja. Dresden gefährlich in den Slot von Weisenfeld, aber wurde nochmal entschärft. Und jetzt hier ein Schlag für Weisenfeld. Auf Pol und der macht ihn nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob der noch abgefälscht war von Mikkonen. Ich glaube eher nicht. Somit Jonas Pol in der 8. Spielminute des zweiten Drittels trifft zum 3:2 gegen Dresden. Ganz viel von dem Tor, aber die Vorarbeit. Babisch außen super, setzt sich da durch und nutzt dann die entstandene Lücke, um da den Pass anzubringen. Also viel dieses Tores gehört der Vorlage. Ja. Auch wenn Jonas Pohl den natürlich wunderbar reinmacht, sofort die Lücke sieht in der langen Ecke. Aber erstmal diese Position so frei zu besetzen, war wirklich sehr, sehr schönes Passspiel. Weil wir sehen es, Peterson hat hier null Platz in der Mitte und da den Abschluss zu kriegen, ist gegen ein Team wie Dresden wirklich was Besonderes. Kostrun versucht es selber und scheitert auch hier erneut im Block. Hier ein bisschen unkoordiniert von Dresden. Freischlag landet direkt in Weisenfelser Kelle. Und wird auch gefährlich gemacht, aber für ein Tor reicht es am Ende nicht. Böttcher. Über Peterson auf Kostrun. Raus auf Herd. Hier mal von Nähe der Mittellinie, aber scheitert da auch wieder am ersten Block von Dresden. Jetzt wieder die zweite Line von Weisenfeld statt Marian Thomas, jetzt Robin Thomas auf dem linken Flügel. Cash am Tor vorbei. Ondruschka kämpft zum Nachsetzen. Reit hier raus. Berbich
Nächste 2-Minuten-Strafe gegen Dresden. Er zeigt auf sein Knie. Ich denke, es geht dabei um Sperren oder wiederholte Vergehen. Auf jeden Fall ging ein lauter Vorteil dem hervor und direkt danach ging der Arm hoch. Somit die nächste Möglichkeit für Weißenfels, das Überzahlspiel zu nutzen. Ich denke, es war dann Sperren. Da an der Bande war möglich, ja. Ein bisschen schwierig. Marcel Schulze, 2 Minuten erstmal auf der Bank. Somit das zweite Mal Weißenfels im Powerplay heute. Im ersten Mal konnten sie scoren. Ich denke, das wird man jetzt als nächstes ansteuern, aber Dresden wird natürlich versuchen, das Tor diesmal so gut es geht zu verhindern. Es wurde jetzt als überharter Körpereinsatz gewertet, also es ging tatsächlich um den Einsatz des Knies nahe der Wechselzone, was okay ist, weil wirklich wenig Platz ist, gerade auf der Wechselseite der Spieler, da frühzeitig einzugreifen, ist im Interesse aller. Sehr vernünftig. Gabriel lässt hier den Ball liegen, kann Hulic aber nochmal daran hindern. Keisch hat hier eigentlich Platz vorm Tor, zielt aufs Kurze von Blumbergs, aber der ist da. Dresden weiterhin am Ball. Es wird hier gefährlich, aber die Dresdner drehen früh genug ab. Ondruschka. Mikunen sucht den Pass ins Slot, reicht nicht. Keisch in den Slot, kommt sogar durch, scheitert aber an Blumbergs. Mikunen raus. Hulic jetzt am Ball in Weißenfelser Hälfte und spielt das hier echt gut. Reichert hat hier nochmal Weißenfels gerettet, sonst Hulic allein vorm Tor. Wieder Dresden mit der Rückhand weit am Tor vorbei. Dresden wieder vollständig, eine erfolgreiche Unterzahl. Und direkt, er schießt direkt das Tor von der Strafbank zum Torschützen. Marcel Schulze. Sehr, sehr stark. Also Dresden spielt eine hervorragende Unterzahl. Ich finde, man hat gar nicht mitbekommen, dass Dresden in der Unterzahl ist. Also 3-4 Abschlüsse selber gehabt. Jetzt Schulze wieder auf dem Feld und kann es dann direkt machen durch die Beine von Reichert. Aber davor auch wieder eine hervorragende Vorarbeit. Den Ball schnell in die Ecke geholt, schnell in die Mitte gespielt. Ja, das sind die Möglichkeiten, wie man von so einer Unterzahl zurückkommen kann. Ja. Somit auch der Ausgleich. 3-3 nach 12 Minuten. Er hat hier ein paar Probleme im Aufbau. Übergibt an Böttcher und Kostruhl. Böttcher auf Herz. Kostruhl sucht hier auf die Außen zu verlagern. Aber Weißenfels hat seine Schwierigkeiten hier irgendwie gefährlich vor das Tor der Dresdner zu kommen. Jetzt auch Fehler von Böttcher, der den Konter der Dresdner eingeleitet hätte, aber Kostruhl bleibt am Ball. Ein kurzes Verletzungsupdate. Thomas hat mittlerweile den Spielergang verlassen, ist allerdings nicht zur Bank zurückgekehrt, hat sich ein Kühlpack an die Nase und Mundregion gehalten, also scheint da was abbekommen zu haben und für ihn geht es nicht weiter. Am heutigen Tag. Zumindest nach aktuellem. Ja. Also aktuell sieht es nicht danach aus, als würde er zurückkehren. Sehr, gute sehr Besserung. Ja.
Ist wieder langer Ball von Dresden, der sogar zum Volley weitergeleitet wird, aber Reichert ist nochmal da. Berbig kriegt hier einen Stockschlag gepfiffen. Somit Ball wieder beim UAC. Andruschka quer, kommt nicht an. Berbig kämpft jetzt hier um den Ballgewinn. Ist gut dabei. Kriegt den Freischlag auch gepfiffen. Beschwert sich hier, dass nicht laufen gelassen wurde, aber. Ich denke trotzdem, durch den Freischlag in der Ecke gibt es eine gute Möglichkeit für Weißenfels, egal ob da jetzt weiter laufen gelassen wurde oder nicht. Exakt. Nikonen kann hier reinziehen, aber scheitert am Blumbergs, der hier mit einem sehr schwierigen Auswurf, diesmal kommt er nicht durch, aber hat hier... Ja, da waren die Weißenfelser auch sehr überrascht, ja. Den Ball schon wieder in der Kelle zu finden. Konnten auch nicht schnell genug schalten. Glück in dem Moment für Dresden. Gabriels konnte es, glaube ich, gar nicht glauben. Hätte abschließen müssen. Blumbergs stand noch. Aber hat nicht funktioniert. Stenfors versucht irgendwie hinten raus zu befreien, wird aber... zum gefährlichen Angriff von Dresden. Mikonen. Legt sicher ab. Babris. Versucht sich hier wieder alleine durchzudrehen. Scheitert dabei. Mit einer schönen Chance, aber Blumbergs rettet da wieder. Ja, direkt danach der Versuch des Konters, früh unterbunden. Weißenfels sofort wieder im Angriff. Gerade schnelles Hin und Her, Dresden wieder mit Zug zum Tor der Weißenfelser. Catch von Reichert und der leitet den nächsten Angriff ein. Henschler. Mit Herl wieder raus auf Peterson. Kostrun auf den Außen. Lässt den Ball hier liegen. Und Trebal dreht ab. Und Dresden im Auslösen. Ist gefährlich hier. Mit Henschler am Rücken. Da war man nicht drauf vorbereitet. Erstmal langer Ball zum Befreien, der sogar in die eigene Kelle kommt. Also fällt wieder Abschluss in den Block. Beide Lines gerade sehr lange auf dem Feld, also sehr schnell in sehr kurzer Zeit viele Angriffe, jedoch ohne Torerfolg. Andruschka stand da gut, Kostrum kommt aber nicht an den Ball. Nächste Chance für Dresden, diesmal geblockt. Andruschka mit einer schönen Balleroberung. Jetzt hier auf Thomas, pariert von Blumbergs. Sehr gefährlich, den muss er reinmachen. Solche Chancen kriegt man in dem Spiel sehr, sehr selten. Andruschka wieder und am Tor vorbei. Das sind eigentlich die Tore, die Weißenfels hier braucht. Da kriegt man den Platz. Einmal Thomas, einmal Andruschka und beide mal torlos. Ja, Dresden in den letzten Minuten etwas unkonzentrierter. Sollten auf jeden Fall aufpassen, jetzt nicht nochmal in Rückstand zu geraten vor dem Ende dieses Drittels. Weil ich denke, mit einem 3:3 nach zwei Dritteln können sie sehr, sehr gut leben. Ja. Ich denke auch, man wird sich jetzt nochmal sammeln müssen für die letzten 2,5 Minuten und im Optimalfall noch ein Tor schießen.
Berbig einfach mal mit dem Befreiungsschlag. Den Cage sogar gut noch rausholt. Ondruschka. Schrammer holt sich da den Kapitän der Dresdner nochmal ran, der sich beschwert wieder aufgrund von Stockschlägen in der Ecke, die nicht gepfiffen werden. Ist okay, ihn sich da nochmal ranzuholen, das kurze Gespräch zu führen, damit da auch Klarheit herrscht. Abschluss Dresden in den Block. Ball bleibt bei Dresden. Oh, Mikkonen setzt sich hier durch. Hier wird ein Bodenspiel gefordert. Auf jeden Fall sehr gefährlich. Grenzwertig auf jeden Fall. Weil er im Fallen sich nochmal sehr deutlich nach dem Ball streckt. Ja. Naja. Mikkonen quer auf Babris. Der raus auf Pol. Schöner Abschluss. Blumbergs ist da. Konter gelaufen, abgefangen. Diesmal kommt er nicht durch. Kunert hier mit sehr starken Zweikampf gegen zwei Weisenfelser. Knapp eine Minute noch auf der Uhr. Gefährlich hier von Herald auf Böttcher. Herald selber am Tor vorbei auf Henschler und Blumbergs. Trotzdem da. Sehr starker Save. Kommt da sofort in den Trash-Talk mit dem Stürmer von Weißenfels. Auch ein gewohntes Bild des Dresdner Torhüters. Oh. 30 Sekunden vor Drittelende erbittet der Dresdner Goalie nochmal, dass gewischt wird vor seinem Torraum. Da war auch gerade sehr viel los. Sehr verständlich, allerdings, ja. Sehr knapp vor Drittelende, bitter, da jetzt noch mal die Pause zu verzögern. Ja. So, wer hat den Wischer? Gerade fühlt sich keiner verantwortlich. Die Dresdner versuchen es jetzt schon selber. Ah, da werden auch sofort bereitwillig Handtücher und Jacken geworfen, um das Problem selber zu lösen. Aber es tut sich auch nichts auf Weißenfelser Seite. Also es fühlt sich wirklich keiner für diesen Torraum gerade verantwortlich. Aber es scheint ja Lösungen zu geben, Dresdner Seite. Auch wenn das Torhüter-Trikot her muss. Ja. Somit gehen jetzt die letzten 30 Sekunden weiter. Dresden wird jetzt wahrscheinlich nochmal auf den letzten Angriff hoffen, der jetzt aber auch schwierig erscheint, den Ball bei den Weißenfelsern. Er hat selber sehr stark rausgefangen von Blumbergs. Wird weitergeleitet. Böttcher kann hier nochmal klären. Wichtiger Block. Nochmal hier den letzten Abschluss zu verhindern. Pulic versucht nochmal einen Schlagschuss. Für die Statistik. Torabschluss. Somit Ausgleich. 3:3 gehen wir in die Drittelpause zum letzten Drittel. Wir werden in 10 Minuten sehen, wer das Spiel für sich entscheiden kann. Drei steht es zum Start, zum dritten Drittel im Spiel Weißenfels gegen Dresden.
bis jetzt ein sehr Weißenfels dominiertes Spiel. Also Weißenfels viel im Ballbesitz, aber die Tore spiegeln das nicht wieder. Denn Dresden steht zwar kompakt hinten, aber das auch sehr, sehr gut. Alles zu, Weißenfels kommt selten zu Abschlüssen und die Konter werden dann von Dresden sehr, sehr gut verwertet. Jetzt mal mit ein bisschen mehr Druck. Endet auch sehr gefährlich. Da ist scheinbar ein Schläger im Gesicht gelandet oder zumindest irgendwie ging etwas Richtung Gesicht da im Slot. Wurde auch frühzeitig abgepfiffen. Sami Mikkonen hat es hier erwischt. Aber sieht nicht alles so schlimm aus. Scheint weiterzugehen. Aber trotzdem gute Phase von Dresden. Früher Abschluss von Weißenfels, dann schnell einen langen Ball gespielt und sofort wieder gefährlich gewesen. Oh, jetzt. Jetzt wird mal gewischt, wenn denn ein Wischer vorhanden ist. Die Dresdner Bank ist diesmal etwas weiter weg, was das Wischen betrifft. 10 Minuten hatte man jetzt eigentlich Zeit, aber Weißenfels muss ja auch mit eigenen Mitteln. Ein Wischer bitte hinten aus der Ecke zu Uhr 10, Torraum. Florian Wischer bitte, Pfandendienst. Dankeschön. Wir haben tatsächlich einen Wischer gefunden. Jetzt, wo Reichert das Problem selbst gelöst hat, dann auch den Dresdner mit seinem Handtuch abwirft. Natürlich keine Absicht, aber... Oh. Wow. Für 2 Wischer ist er jetzt nochmal gekommen. Aber starker Sprint hin und zurück. Also hat sich jetzt schon gelohnt. Und somit kann das Spiel jetzt auch fortgesetzt werden. Gefährlich wieder. Oh, Dresden. Der Ball springt hier aber ganz unnatürlich. Schade eigentlich für Dresden. Das wäre eine gute Position gewesen, wäre der Ball kontrolliert gekommen. Auf jeden Fall. Aber auch da wieder früh einen schnellen Pass gespielt und jetzt 2 auf 1. Gut, noch abgefangen von Mittmann im Zentrum. Peterson raus über Böttcher. Es geht genauso weiter, wie es letzte Drittel aufgehört hat. Nur Dresden diesmal deutlich fokussierter wieder in der Defense und macht wieder alles zu. Ja, wir haben es ja gesehen. Also einmal in der Überzahl kam der Querpass durch die Mitte und schon sofort das Tor gefallen. Also das ist auf jeden Fall hier der Schlüssel für Dresden. Oh. Ja. Ist die Chance sehr gefährlich für Dresden. Da ist auch das nächste Tor für Dresden. Ja, der erste Abschluss nicht wirklich gefährlich, geht am Tor vorbei, wird aber gefährlich, weil er halt von der Wanne zurückprallt. Und dann ist es Daniel Hoth, der sich hinterm Tor durchsetzt und den Pass in die Mitte auf Daniel Hulic findet. Gut gemacht. Also ich glaube, 1, 2, 3 Nachschüsse gehabt. Und am Ende Hulic immer noch frei im Slot der Weißenfelser und verwandelt ihn direkt ins Lange von Reichert. Somit nach 2 Minuten Dresden erneut in Führung, 4:3 im dritten Drittel. Ja, der Fehler entsteht leider auch schon viel früher, in dem Moment, wo Hoth im Zentrum an Höhe der Mittellinie frei zum Abschluss kommt und überhaupt erstmal diesen Ball in Richtung Weißenfelser Hälfte bringt, um dann so entscheidend nachzusetzen. Also da muss Weißfest schauen, dass selbst im Konter sie zumindest an den Leuten dran sind, mit dieser Abschlüsse nicht passieren. Definitiv, also die Konter müssen sie irgendwie versuchen zu unterbinden. Vor allem nach dem 5. oder 6. Rebound. Ja. Fabris versucht es hier nochmal am Tor vorbei. Dresden wieder raus. Böttcher lässig bleibt im Ballbesitz. Ah, der Vorteil geht in Ordnung. Kleiner Stockschlag. Peterson legt nochmal ab.
über Barbres raus auf Kostrun. Er gibt hier weiter an Kostrun auf Stenfors. Der kriegt den Ball nicht ganz in die Kelle. Reichert ist hier da, kommt weit raus, um den Ball sicher in den Händen zu halten. Muss aber sehr aufpassen, dass er da sein Gleichgewicht hält. Ansonsten steht er nicht mehr mit einem Körperteil im Torraum. Und dann, ja. Dann hätten wir auch mal das erste Powerplay von Dresden. Ja. Bin ich gespannt, ob wir das heute noch sehen. Ja, bis jetzt Weißfeld sehr diszipliniert. Ja. Müssen auch nicht so viel für Ballbesitz tun. Dresden lässt ihnen viel Platz, wie auch hier wieder gesehen. Gute Ballbesitzphasen. Wieder eine Konterchance für Dresden gewesen, aber Herl stand da dann doch gut, um den Angriff zumindest nochmal zu unterbinden. Bulic, langer Ball auf Bonifacio. Und Dresden bleibt im Ballbesitz. Weiter Abschluss. Reicht aber nicht fürs Tor. Weisenfels im Aufbau. Cage befreit hinterm Tor auf Thomas. Zurück. Ja, Weißfels findet in den ersten 5 Minuten noch keine wirklich gefährlichen Abschlüsse. Wir haben 2-3 Schüsse gesehen, die am Tor vorbeigingen. Aber aktuell führt kein Weg richtig aufs Tor von Blumenbergs. Auch da wieder der Ballverlust und der schnelle Konter. Bulic hat hier gut Platz. Kommt am Ende aber nicht ganz durch. Ruschka kriegt hier den Ball gut zurück. Stenfors. Quer auf Pohl und der setzt den Ball weit übers Tor. Weißfels bleibt jetzt hoch stehen, geht sofort ins Pressing, aber der Ball kommt irgendwie lang. Oh. Schulze lässt hier den Ball liegen. Wäre auch nochmal gefährlicher Abschlussposition gewesen. Aber es spricht wieder für die Eagles in dieser Phase. Also Weißenfels macht den Druck, aber die Eagles können sich jedes Mal wieder befreien, um selber wieder gefährlich zu werden. Ja, und sie kriegen auch die Abschlüsse. Wir sehen es gerade, Reichert kann nochmal retten, aber man bringt zumindest die Bälle aufs Tor, was Weißenfels gerade sehr Schwierigkeiten bereitet. Jetzt wieder schöner Abschluss und Blumenbergs mit einem Schuss aufs Tor im Drittel. Sehr, sehr starkes Save. Aber auch da hat man wieder die Gefährlichkeit des Dresdner Konterspiels gesehen. Sofort der Ball aufgenommen, lang geworfen. Und es steht immer irgendein Stürmer vorne frei, der probiert, den schnellen Abschluss zu finden. Sondern versucht da irgendwie durchzukommen, wird aber gehindert. Dresden. Gut von Herd verteidigt, leitet den Konter der Weißenfelser ein. Böttcher.
auf Herz am Tor vorbei. Erneut muss gewischt werden, diesmal. Diesmal wissen wir ja, wo der Wischer steht. Ja. Ein Fortschritt zu erkennen. Den Abschluss alleine, kriegt am Ende nicht ganz viel Kraft dahinter und der Ball im Kellen von Weißenfels. Dresden wieder, Abschluss, sehr gefährlich geflogen. Jeder einzelne Konter führt in irgendeiner Art und Weise zu einem Abschluss. Also auf jeden Fall eine Qualität jetzt im Dresdner Spiel. Jeder Angriff wird irgendwie verwertet. Und ich denke, wenn das so weitergeht und Weißenfels nicht mehr viel ändern kann, dann wird das auch in der Zeit zum Torerfolg. Ja, also zwangsläufig. Irgendwann wird da einer reingehen. Weißenfels muss jetzt die Konter unterbinden oder selber vorne versuchen, die Dinger zu machen. Berbig versucht hier einen Abschluss, aber auch wieder erfolglos. Und Ruschka auf Keisch, wieder pariert von Blumbergs. Mit einem sehr guten Zweikampf über Ondruschka, wieder Keisch, Ondruschka pariert von Blumbergs. Da kann Dresden sehr froh sein, dass die Strafe nicht fällt, weil für mich da ein klares Stoßen in den Rücken auf den Stürmer, der im Slot einläuft. Die Strafe gibt es nicht und jetzt gibt es die Strafe gegen Weißenfels. Hunert bleibt da auch liegen, hält sich den Kopf. Wird da von Jacobs Cage gefoult. Was gehandelt werden muss. Aber ja, du sagst es, also wäre, glaube ich, ein Penalty geworden. Könnte möglich sein, auf jeden Fall, aber die 2 Minuten. Also für mich ist da ein klares Stoßen erkennbar. Wird nicht gesehen und jetzt im Gegenzug direkt die Strafe. Ist richtig, die Strafe da zu pfeifen, natürlich trotzdem sehr bitter, ja. Nachdem man hier selber hätte in Überzahl gehen können, sich nun in Unterzahl befindet. Mal sehen, was die Dresdner draus machen. Ich denke, es wird jetzt nochmal sehr schwer auf Weißenfelser Seite, auch mental hier dieses Powerplay irgendwie zu überstehen. Und ich denke, Dresden wird hier sehr, sehr viel Bock haben, noch zu scoren. Auf jeden Fall. Auch interessantes Unterzahlspiel hier von Weißenfels mit einer sehr ungewohnten Reihe. Pol nicht so häufig zu sehen. Der erste Abschluss im Powerplay und direkt das Tor für Dresden. Patrick Boskovic trifft hier zum 5:3 für Dresden. Sehr stark gemacht. Vorlage kam von Gabriel Bonifacio, der schnell verlagert und sofort der Abschluss. Also auch eine Stärke im Dresdner Spiel, in solchen Momenten schnelle Abschlüsse zu suchen, nicht lange zu überlegen. Auch den Moment zu nutzen, wo der Torwart verschieben muss und da halt am Start zu sein. Starke Überzahl.
Weißenfels war auch nicht ganz drauf eingestellt. Also die Defense ist zwar rotiert, aber nach dem Schuss waren auf jeden Fall alle etwas verwundert. Also mit Dresden mit zwei Toren in Führung. 10 Minuten haben die Weißenfels dann auch hier irgendwie den Ausgleich oder gar die Führung zu erzielen. Böttcher legt raus auf Pohl, aber der Abschluss kommt auch nicht aufs Tor. Nikonen scheitert wieder am Block der Eagles aus Dresden. Weißfels mit sehr, sehr viel Ballbesitz, aber kein Abschluss generiert jetzt seit dem Gegentor. Also gut 1,5 Minuten im Ballbesitz verbracht, aber keinen Abschluss produzieren können. Jetzt nochmal eine Chance von Berbich, der da durch die Mitte durch. Reicht aber auch nicht. Weißfels muss jetzt hier irgendwas ändern. Ich denke auch zeitnah wird die Auszeit folgen. Sich nochmal darauf einzustellen, wie hier die letzten Minuten laufen sollen aus Weißenfelser Sicht. Und Kostruhn versucht es, aber Blumbergs wieder da. Und sofort wieder der lange Auswurf und die Chance. Da müssen zwei Weißenfelser sofort zurück, was natürlich auch das Angriffsspiel der Weißenfelser hemmt. Also eine sehr effektive Methode da von Dresden. Luschka setzt sich gut durch. Acht Minuten noch zu spielen. Verzieht hier wieder und es reicht nicht. Weißenfels hat zwar den Ballbesitz, hat hier dauerhaft die Chancen, aber man kommt einfach nicht weiter, als Robert Blumbergs es zulässt. Ja, heute auf jeden Fall der entscheidende Faktor, warum es bis jetzt auch so gut für Dresden läuft. Blumbergs ein sehr sicherer Rückhalt. Präsentiert sich heute ganz anders als im Hinspiel, wo es schon doppelt so viele Gegentore nach nur einem Drittel gab, sieht es heute ganz anders aus. Okay, schöne Idee auf Ondruschka. Wieder vorbei. Kostun versucht es mit der Rückhand in den Slot, findet da aber auch keinen. Ja, immer noch kein Durchkommen für Weißenfels. Jetzt
jetzt Dresden. Im Konter Schulze mit drei Waisenfelsern wird schwierig und muss den Ball jetzt auch wieder abgeben. Pohl versucht es wieder in den Block von Dresden und jetzt. Schöne Chance, versucht hier irgendwie über den Torhüter zu chippen. Leider nicht für das Tor. Und Spiel geht weiter von Weißenfelder Seite. Mikkonen und wieder Blumbergs mit dem Fuß da. Jetzt wieder ein Konter. Oh, ganz gefährlich. Schiedsrichter lassen laufen. Schwert sich da auch nochmal lautstark. Ja, beide Parteien dann natürlich hochemotional. Hey, der Freischlag geht da jetzt in Ordnung. 5 Minuten noch. 2-Tore-Führung für Dresden. Aber langsam wird es eng. Also Weißenfels gerade gar nicht gut vorne. Man kommt nicht mal mehr zu den Abschlüssen. Und ich denke, jetzt wird auch das Timeout langsam nötig. Dresden gut dabei, den Ball zurückzuerobern, da früh gegenzusetzen, um Weißenfels gar nicht erst ins Aufbauspiel kommen zu lassen. Auch da wieder ein Fehler im Aufbau von Blanke. Die Chance für Dresden hier nochmal. Glück gehabt, dass Reichert da ist. Das war sehr gefährlich. Aber auch solche Abschlüsse nehmen natürlich gut Zeit von der Uhr. Also für Dresden läuft alles nach Plan. Wenig zulassen hinten. Vorne so lange wie möglich im Ballbesitz bleiben und Weißenfels daran hindern, hier noch ins Aufbauspiel zu kommen und zu abschließen. Wieder Chance für Dresden, diesmal ins Außennetz. Andruschka. Raus. Fletcher über Blanke auf Cage. Blanke selber wieder pariert von Blumbergs. Kostun auf Böttcher, er kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. Wieder zu ungenau, Andruschka und Blumbergs wieder da. 3,5 Minuten noch zu spielen. Weißenfels bis jetzt immer noch mit Torhüter und ohne Timeout. Oh, da bricht der Schläger. Zum Glück Weißenfels jetzt im Ballbesitz, dass es nicht gefährlich wird, wenn der Verteidiger da wechseln muss. Dresden bleibt im Ballbesitz. Weißenfels immer noch kein Timeout. Bleibt interessant. Schulze verliert da seine Brille im Zweikampf. Musste sie sich jetzt aus dem Publikum wieder beschaffen. Fehlt natürlich jetzt hin. Aber Weißenfels kann daraus kein Kapital schlagen. Der Block ist trotzdem da. Und jetzt der Timeout. Das ist der Call. Von Weißenfelser Seite. 2 Minuten 50 noch zu spielen. 2 Tore braucht Weißenfels für einen Ausgleich. 3 für den Sieg. Ich denke, das wird jetzt nochmal sehr, sehr schwer. Ich denke, auf jeden Fall wird es hier auf den 6. Feldspieler hinauslaufen. Das ist, denke ich, recht simpel zu erkennen. Die Frage ist, ob sie dadurch die Lücken in der Dresdner Defense finden können oder ob es dabei bleibt, dass aktuell kein Durchkommen für die Weißenfelser besteht. Ich denke auch, also man hat dann zwar diesen einen Mann mehr auf dem Feld, aber man findet die Lücken jetzt nicht. Man kann wahrscheinlich ein bisschen mehr Position besetzen, aber sobald dann der Abschluss wieder weggefangen wird, dann leitet auch ein Blumbergs direkt den nächsten Konter ein und
man hat halt hinten dann keinen. Ja. Ich denke, das wird jetzt nochmal sehr schwierig. Aber Reichert bleibt doch direkt draußen. Direkt die Powerplay-Reihe, wie ich das sehe, von Weißenfels auf dem Feld. Ja. Dresden lässt hinten aber auch nichts anbrennen. Ja, stehen jetzt im 2-2-1. Sehr klassisches System gegen 6. Und wir sehen, es kann anscheinend doch klappen. Paul Puschka auf Tim Böttcher und der trifft dann doch auch ins Kurze sogar vom Blumbergs etwas glücklich zum 4-5 im dritten Drittel und knapp 2 Minuten 30 noch auf der Uhr. Ein Torabstand von Weißenfels zu Dresden. Das war jetzt der Pass, kam zwar an, konnte dann wahrscheinlich mit etwas Glück von Böttcher verwertet werden, aber so ein richtiges System war da jetzt auch nicht dahinter. Ich denke, entweder wird man jetzt nochmal Glück brauchen oder man hat tatsächlich was im 6 gegen 5 geändert. 25 im letzten Spiel. Ja, sofort wieder Reichert vom Feld. Wir sehen sofort wieder die 6 gegen 5 Formation bei Weißenfels. Was einmal klappt, kann ja auch zweimal klappen. Und Ruschka wieder quer. Sehr stark. Also jetzt kommen die Querpässe gut. Stenfors muss ihn hier dann aber einfach machen. Und Freischlag Dresden aus Weißenfelser Hälfte. Ja, machen es da clever. Setzen vorne den Ball fest, provozieren das Foul, nehmen Zeit von der Uhr. Das wird das Mittel sein für die nächsten 2 Minuten. Und auch die letzten. Versuchen es nochmal mit einem Abschluss, setzen den aber drüber. So mit Weißenfels. Erneut im 6 gegen 5. Gefährlich hier von Babris. Kriegt aber den Pass nicht angebracht. Der Fehlpass, ja. Aber Weißenfels bleibt am Ball. Cage. 90 Sekunden noch. Boah, nächste Chance. Böttcher da wieder knapp im Slot am Ball. Ah, gut gestört von Bulli. Schreiber. Ja. Reichert auch vorsichtshalber zurück im Tor. Hier wird nichts anbrennen gelassen. Fabris hier auch gefährlich mit dem Dresdner im Rücken. Und Ruschka selber zu weit. Stenfors wird jetzt hier gedoppelt und das auch zu Recht dadurch geahndet. Stenfors auf Ondruschka, dem verspringt der Ball in der Kelle. Stenfors wieder durch den Slot am Tor vorbei. Dresdner sehr unsortiert, schnell ausgeführter Freischlag. Roberts Blumbergs wusste auch nicht ganz, wo der Ball ist, hat sich der Wirr im Torraum und Schutzraum bewegt, aber Glück in dem Moment für die Eagles. Sekunden verbleiben den Weißenfelsern, hier den Ausgleich zu erzielen. Fabris versucht es wieder nicht. Ja, die letzten 30 Sekunden laufen. Ein guter Abschluss reicht. Und Weißenfels muss jetzt, das darf nicht passieren. Die Zeit läuft weiterhin und Cage vergisst hier den Ball. Fabris.
Raus auf Böttcher, Mikkonen, Außennetz. 10 Sekunden. Böttcher versucht es in den Slot. Auch da hat eigentlich kein Durchkommen. Oh. 5. Ein Abschluss haben die Weißenfelser noch. Nein. Und das Ding ist durch. Die Unihockey Eagles Dresden gewinnen in der Rückrunde bei den Weißenfelsern 5-4 nach spannenden 60 Minuten. Muss Weißenfels die 3 Punkte nach Dresden geben. Sehr spannend. Dresden auch in der Hinrunde an dem Doppelwochenende MFPC Weißenfels 3 Punkte geholt. Da gegen den MFPC an diesem Wochenende umgedreht, die Punkte in Weißenfels geholt. Gute Reaktion auf das Spiel von gestern, wo man auch gut mithalten konnte, aber die Durchschlagskraft fehlte. Heute eine sehr solide Defense und ja, haben es Weißenfels so schwer gemacht, dass es nur zu 4 Toren der Weißenfelser gereicht hat. Ja, also du sagst es, Dresden setzt hier ein Statement, zweites Spiel dieses Wochenende und gewinnt hier sehr knapp auch gegen Weißenfels. Wirklich, wirklich nicht schlecht. Sehen jetzt noch die Best Player, was ist deine Vermutung? Bei Dresden könnte ich mir sehr gut Bloombergs vorstellen. Die Best Player dieser Partie sind bei den Eagles Dresden, der Spieler mit der Nummer 1. Ja. Ja. Robert Bloomberg. Sehr, sehr verdient. Also maßgeblich am heutigen Erfolg beteiligt. Wirklich sehr, sehr starkes Spiel. Auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ja. Sehr nachvollziehbare Best Player Wahl. Hat sogar sich noch mit einem Tor belohnt. Sehr, sehr verdient beide. Und jetzt noch die Worte beider Kapitäne. Ja, von mir danke an Weißenfels für das spannende Spiel. Aber auch ganz großes Dankeschön an meine Mannschaft. Ich denke, es war endlich wieder ein richtig, richtig guter Fight defensiv, so wie es letzte Saison gezeigt habe, auch endlich heute wieder. Danke an alle Zuschauer, die gekommen sind. Danke an die Helfer, an die Schiedsrichter natürlich. Und dann viel Erfolg noch weiterhin. Ja, vielen Dank an meine Mannschaft, vielen Dank an Dresden natürlich auch. Glückwunsch zum Sieg. Ich kann mich da mal anschließen, absoluter Fight gewesen. Vielen Dank an die Schiedsrichter, Spielsekretariat, die Helfer und alle Zuschauer. Dankeschön. Somit beendet Tim Böttcher hier den 13. Spieltag in der Floorball-Bundesliga. Dresden gewinnt 5-4 in Weißenfels gegen Weißenfels. Und wir verabschieden uns auch und sehen uns in 2 Wochen wieder. Ja, bis dahin. Keine Ahnung mehr.